Entsteht aus den Ruinen einen vierjährigen Dauerstreits nun eine neue deutsch-russische Verständigung? Ich habe darüber mit einem Mann gesprochen, der für eine solche auch gekämpft hat, als er dafür viel Kritik erntete. Matthias Platzek, dem Vorsitzenden des deutsch-russischen Forums, früheren Ministerpräsidenten und SPD-Vorsitzenden. Hallo zu Russland direkt. Das offizielle deutsch-russische Verhältnis ist das erste Mal seit Jahren wieder Anlass für positive Nachrichten. Mein heutiger Gast, Herr Platzek, gehört auf der deutschen Seite mit Sicherheit zu denjenigen, die zwischen Deutschland und Russland sehr aktiv sind. Nach der Kündigung des iranischen Atomabkommens durch die USA ist in das deutsch-russische Verhältnis viel Bewegung gekommen. Noch bis kurz davor sah es nicht danach aus. Außenminister Maas hielt ja sogar einen härteren Russlandkurs für nötig und Journalisten, denen das gefiel, schrieben über ein Ende der traditionellen SPD-Ostpolitik gegenüber Russland. Glaubt Herr Platzek jetzt an eine Renaissance? Also ich finde es erstmal weder schön noch wirklich zielführend, dass es der Aufkündigung eines für die Welt wichtigen Abkommens bedurfte. Und das ist das Iran-Abkommen, was den Weltfrieden ein Stück sicherer gemacht hat. Dass es dieser Aufkündigung bedurfte, um ihrer Vermutung vielleicht zu entsprechen, dass Europa und Russland, Deutschland und Russland wieder etwas mehr zusammenfinden. Ich glaube, dass diese Entwicklung auf jeden Fall dazu führt, dass wir jetzt noch mal genauer überlegen, mit wem können wir eigentlich was auf dieser Welt in welche Richtung bewegen. Und so glaube ich, ist es kein Zufall, dass die Bundeskanzlerin jetzt doch relativ zielführende Gespräche in Sotschi geführt hat, dass der deutsche Außenminister hier gewesen ist. Übrigens nicht zu vergessen, auch der deutsche Wirtschaftsminister war ja auch in Moskau. Das ist schon eine Dichte, die wir in den letzten Monaten so nicht zu verzeichnen hatten. Und jetzt ist es in wenigen Tagen passiert. Also das freut mich natürlich, der ich an guten Beziehungen zwischen Russland und Deutschland ein hohes Interesse habe. Aber nochmal gesagt, mir wäre es lieber, wenn es aus anderen Beweggründen passieren würde, als aus der Aufkündigung eines Abkommens. Aber sogar in diesem Fall denken Sie, dass diese Annäherung von Dauer ist? Diese Frage mit Ja oder auch mit Nein zu beantworten, bedarf sehr viel Mut. Und ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es gut ist, dass in Deutschland eine Debatte in Gang gekommen ist, ein Nachdenkprozess in Gang gekommen ist, ob vielleicht manches von dem, was zwischen Russland und Europa, zwischen Russland und Deutschland in den letzten Jahren passiert ist und wie es bewertet wurde, nicht da und dort auch nochmal einer neuen Bewertung unterzogen werden müsste. Und ob man vielleicht daraus ableiten könnte, dass wir, ich will vielleicht noch nicht von einem kompletten Neustart sprechen, aber doch davon sprechen, dass es eine Art Wiederbesinnung darauf gibt, dass wir schon viel voneinander haben könnten, wenn wir denn diese Chancen auch suchen würden. Gegner der SPD-Ostpolitik im Sinne von Egon Bahr zum Beispiel oder Helmut Schmidt argumentieren, dass Russland ist heutzutage weniger berechenbar sozusagen als die Sowjetunion damals. Und deshalb muss man vorsichtiger sein und irgendwie mit Russland nicht so nahe kommen. Was ist Ihrer Meinung dazu? Ich glaube dieser These nicht oder hänge dieser These nicht so sehr an. Ich denke, dass der Gegensatz seinerzeit ideologisch begründet im Kalten Krieg ein sehr, sehr heftiger, ein sehr intensiver Gegensatz war, der ja auch bis auf die Spitze hinaus ausgefochten wurde. Immerhin sollten wir da heute nichts beschönigen. Es gab eine eminente Kriegsgefahr bis hin zur Anwendung von Atomwaffen. Die Ängste waren auf beiden Seiten deutlich vorhanden. Und wenn man heute sagt, es ist unberechenbarer geworden, dann muss man konzidieren oder konstatieren, dass die gesamte Welt in ihrem Gefüge weniger überschaubar geworden ist. Wir haben damals eine ganz klare Linie zwischen zwei ganz klaren Blöcken gehabt. Heute haben wir unheimlich viele Akteure. Wenn man Russland aus meiner Sicht nüchtern sich anschaut, gibt es einen Punkt, der für uns neu ist, an den wir uns gewöhnen müssen, und einen Punkt, der nicht so neu ist, den wir aber bisher noch nicht hinreichend beachtet haben. Der Punkt, der neu ist, im Vergleich zu den letzten 2,5 Jahrzehnten, ist, dass Russland aus verschiedenen Sichten heraus wieder anfängt, eigene Interessen zu formulieren.
und diese Interessen in Teilen auch sehr deutlich formuliert und auch, ja, durchsetzt ist vielleicht noch zu viel gesagt, aber schon deutlich macht, dass es diese Interessen auch beachtet haben möchte. Wir hatten uns entwöhnt, dass Russland eigene Interessen hat. In den 90er Jahren und auch noch die 2000er Jahre lag Russland mehr oder weniger am Boden, war sehr schwach und hat keine eigenen Interessen formuliert. Das ist jetzt anders geworden. Übrigens, das muss uns in Deutschland und Europa längst nicht immer gefallen, wie das mit Interessen so ist. Das müssen auch längst nicht alles kongruente Interessen zu unseren Interessen sein. Aber in einer klugen, weitsichtigen Politik nimmt man solche Interessen auf und formt daraus ein Konstrukt, wo die gegenseitigen Interessen eine Rolle spielen. Der zweite Punkt, übrigens, unsere amerikanischen Freunde formulieren seit Jahrzehnten ihre Interessen sehr deutlich, sehr klar und setzen sie sehr robust auch um. Und das sollten wir nicht völlig vergessen, wenn wir manchmal sagen, es ist ja unerhört, dass die Russische Föderation auch Interessen formuliert. Der zweite Punkt, der bekannt ist, aber noch nicht ernsthaft umgesetzt worden ist, ist das, was der Präsident Putin mal 2001 im Bundestag formuliert hat. Er hat nämlich sinngemäß gesagt, wir möchten eine Sicherheitspartnerschaft auf Augenhöhe haben, die Russland mit einbezieht und die letztlich auch Russland ein sicheres Gefühl vermittelt. Dieses Gefühl ist Russland nie wirklich vermittelt worden, das muss man ganz klar sagen. Ich lasse jetzt mal alles weg, was daraus resultierend auch an Russland, von Russland her Reaktionen gegeben hat, die nun nicht gerade vertrauensbildend sind, keine Frage. Aber wir müssen ja immer zum Kern der Dinge kommen und für mich bleibt der Kern der Dinge eine Sicherheitspartnerschaft auf Augenhöhe. Und dem Thema müssen wir uns mit ganz anderen Ideen, als das bisher der Fall war, widmen und den Versuch machen, ob es eine solche Sicherheitsarchitektur, ob die nicht möglich ist. Ein Hauptstreitpunkt zwischen Deutschland und Russland ist die Frage der Krim. Gerade seit dem Bau der Brücke nach Russland herrscht hier unter vielen russischen Journalisten die Einstellung, die Diskussion sei beendet. Ich habe Herrn Platzek nach seiner Sicht zu diesem Thema befragt. Also ich glaube, wenn man diesen schwierigen Komplex betrachtet, der ja wirklich eine Zäsur in der jüngeren europäischen Geschichte gesetzt hat, nämlich eine Grenzveränderung, die hat ja erstmal stattgefunden. Etwas, was wir für die Zukunft dieses Kontinents eigentlich spätestens seit der Charta von Paris ausschließen wollten, dass es eine solche Grenzveränderung ohne Zustimmung beider Seiten nochmal geben könnte. Das ist eine Zäsur und damit ist es schwierig umzugehen. Wir wissen, dass wir im Moment keinen Schritt mit Russland vorankämen, wenn es hieße, die Krim muss jetzt 1:1 an die Ukraine zurückgegeben werden. Das würde im Moment keinen Schritt weiterführen, weil die Russen darauf nicht eingehen würden. Also könnte man aus der Geschichte lernend eventuell die Frage der Zukunft der Krim auf die Seite stellen, zwei Aufkleber anbringen. Die Russen schreiben drauf, geben wir niemals wieder her. Die Europäer schreiben drauf, erkennen wir niemals an und widmen uns dann, wenn das Problem erstmal temporär zur Seite gestellt ist, den Fragen, von denen ja auch die deutsche Bundeskanzlerin sagt, dass sie ohne Russland nicht lösbar sind. Flüchtlingsfragen, Terrorabwehrfragen, Klimafragen, Syrien-Problematik, also ganz viele Themen, Iran, die ohne Russland nicht lösbar sind, dann sollten wir doch diese Themen Stück für Stück, Ukraine, Stück für Stück versuchen zu bearbeiten und vielleicht kommt daraus aus einem neuen Geist, aus einer neuen Zusammenarbeit, aus einem neuen Klima zwischen uns am Ende auch eine Lösung für die Krim-Frage, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Für das deutsch-russische Verhältnis sieht Herr Platzek aktuell eine große Gefahr, an der auch die Eliten in Deutschland nicht unschuldig sind. Also man darf nicht verkennen, dass zwischen dem, was im politischen Raum im Moment mehrheitsfähig ist und auch in der veröffentlichten Meinung ganz klar den Ton angibt und dem, was in großen Teilen der Bevölkerung gedacht wird, eine gewisse Diskrepanz besteht. Es gibt Umfragen in Deutschland, seriöse Umfragen, die sagen, je nach Institut, dass zwischen 75% und 80% der deutschen Bevölkerung dringend
und nachdrücklich ein besseres Verhältnis zu Russland sich wünscht. Ich wünschte mir, dass wir diesen ubiquitär verbreiteten Wunsch auch ernst nehmen und mit dem entsprechenden Ernst solche Versuche auch machen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht es die Gelegenheit gibt, wenn alle mal einen halben Schritt zurückgehen, dass man dann vielleicht mal gemeinsam überlegen kann, ob sowas wie ein Neustart nicht wirklich möglich ist. Ich sehe nämlich eine Gefahr, die Frank-Walter Steinmeier, der vor einigen Monaten hier in Moskau auch artikuliert hat. Ich sehe nämlich die Gefahr, dass unsere Völker dabei sind, sich Stück für Stück zu entfremden voneinander. Und das würde einen nicht wieder gut zu machenden Schaden anrichten. Und da haben beide Seiten eine Bringeschuld. Wir, der Westen, haben in den vergangenen 20 Jahren längst nicht alles richtig gemacht im Verhältnis zu Russland. Russland selber hat mit Sicherheit, und das kann ja jeder auch mit Händen greifen, auch nicht alles richtig gemacht, sicher nicht. Und ich bedauere es sehr, in Russland Tendenzen wahrzunehmen, dass man sein Heil teilweise auch darin sucht, in einer zunehmenden Abgrenzung vom Westen. Und ich würde mir auf beiden Seiten die Größe, die Klugheit und die Weitsicht wünschen, die eigenen Fehler im Umgang zu erkennen, auch klar zu benennen, beide Seiten, und auf dieser Basis, auf dieser Erkenntnisbasis, dann zu sagen, da wir uns aber brauchen und heute vielleicht mehr als noch vor 10 Jahren, das hat mit weltpolitischen Entwicklungen zu tun, lass uns auf der Basis dieser Analyse nochmal überlegen, wo überschneiden sich unsere Interessen, wo haben wir gemeinsame Möglichkeiten voranzugehen, und ich gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass sowas vielleicht zustande kommt. Aber fühlen Sie auch, dass seitens Russland es auch noch weniger Vertrauen für Westen gibt? Und zum Beispiel Außenminister Lavrov hat Außenminister Maas kalt empfangen. Das haben auch die russischen Medien geschrieben. Und vielleicht ist Russland momentan nicht ganz bereit, also für diese Annäherung. Was halten Sie davon? Ich nehme das auch wahr, ist überhaupt keine Frage. Und nochmal, ich wünsche mir, dass wir irgendwann dazu kommen, dass diese Entwicklung auf diesem Leitstrahl, den Sie gerade beschrieben haben, nicht weiter Raum greift. Warum? Ich will das auch kurz und knapp sagen. Wir liegen, Egon Bahr hat das mal so schön formuliert, auf diesem Kontinent untrennbar miteinander verbunden. Ja, wir haben in unseren Wertegerüsten Unterschiede. Wir sehen Dinge des Lebens different, überhaupt keine Frage. Aber es gibt so viele ganz einfach zu erkennende Sachverhalte, die uns aufeinander angewiesen sein lassen, auch in Zukunft. Für Deutsche, die ihr nur andere, die sich intensiv mit Russland beschäftigen, als Russlandversteher oder Kremlner etikettieren, hatte Herr Platzek noch eine deutliche Botschaft. Wer sich mit Russland auseinandersetzt, mit russischer Politik, mit russischer Kultur, mit russischen Menschen und das relativ intensiv betreibt, wird als Russlandversteher gekennzeichnet. Das muss an sich nichts Schlechtes sein, aber so wie der Begriff in Deutschland mittlerweile konnotiert ist, ist es eher eine Beschimpfung als etwas Positives. Das ist verrückt, weil von der Begrifflichkeit des deutschen Wortes verstehen ist eigentlich eine negative Konnotierung überhaupt nicht abzuleiten. Denn verstehen heißt nicht immer und nicht unbedingt, dass ich das, was der andere macht, akzeptiere, aber ich will wenigstens verstehen. Was treibt ihn, warum macht er das, wie macht er das? Das ist der erste Punkt, wo man merkt, da stimmt was auch bei uns nicht, dass wir Russlandversteher als ein Negativum anführen. So, und das Thema Kremlnah ist immer ganz schnell zur Sache, wird immer ganz schnell benutzt, wenn man irgendein Ding totschlagen will, praktisch. Also, wenn man nicht weiter diskutieren will, wenn man Argumente nicht hören will, wenn man sich mit jemandem nicht wirklich auseinandersetzen will. Wie ihr seht, Politik zwischen Russland und Deutschland ist spannend und sie ist momentan auch endlich wieder in Bewegung.
Mehr Videos von mir zu diesem und anderen Themen aus Moskau findet ihr unter dem jetzt eingeblendeten Link. Bleibt dabei und abonniert uns bei YouTube.